Ich sag dir, das war unmöglich, ein reiner Zufall. Schön, Sie zu sehen, Madam. Sich vorbereiten. Die Mitarbeiter nicht still bearbeiten. Ich will das nicht hören. Du willst nicht hören, dass wir nur ignorante Schafe sind, die zur Schlachtbank geführt werden? Okay, okay. Pope soll befördert worden sein. Im Archiv bearbeiten Sie einen Bass? Die Direktorin verdient eine Beförderung? Ist da wohl besser? Auch wenn es ein Traum war. Ich habe das Gefühl, Darling wollte mich über die Hotline erreichen. Ich glaube, er und Trench werden nicht die einzigen Anrufe aus dem Jenseits bleiben. Ein Problem im Fundament. Das war doch Artis Urlaubsziel. Das müssen wir uns ansehen. Alles okay hier, Direktorin. Transdimensional. Dieser Ort passt wirklich zu AT. Ist da etwa die Tür eingeritzt? Okay, versuchen wir sie zu öffnen. Zeit für Sightseeing. Laut dem Rat ist das ein Notfall. Hier ist wohl schon länger niemand mehr gewesen.
hier unten richtig austoben. Mein Leben war ziemlich seltsam. Zumindest seltsamer, als mir lieb ist. Aber dieser Ort ist etwas Besonderes. Die Böden zucken, die Wände zappeln, wie eine Wimmelgrube. Von der Straße aus ist es nur ein ödes Gebäude, das die Passanten sehen könnten. Tun sie aber nicht. Wie ist uns das entgangen? Northmoor. Der amtierende Direktor Northmoor kommt mit dem Zug aus Washington. Er will antworten. Deshalb mache ich diese Aufnahmen. Sie beweisen, dass ich zumindest verstehen will. Vater hat sein ganzes Leben lang nach so etwas gesucht. Und wir finden es eine Woche nach seinem Tod. Er hat Ironie immer gehasst. Natürlich wäre Vater, der große Direktor Ash, als erster reingegangen. Aber ich, sein Sohn, ein Bücherwurm, der Forschungsleiter, dessen Beine so sehr zittern, dass er kaum die Schwelle übertreten kann. Das Fundament. Untergrund des ältesten Hauses. Zischenaufwall. Marshall? Wie kommt sie in die Hotline? Außer, sie ist tot. Gott, sie wirkt auf mich wie eine Frau, die alles überleben kann.
Thank you.
plötzlich in unserer Dimension. Was, wenn das oben auch passiert? Das würde die Behörde zerstören. Marshall, Sie leben! Halt! Ich bin's, Jessie! Die Direktorin! Mal sehen, was mit dieser Säule los ist. Vorbei.
Die kaputte Säule heißt der Nagel. Er wurde zerstört von etwas und jetzt strömt die Astralebene in das Fundament, was das älteste Haus, die Behörde und alle darin zerstören wird. Ich muss 4 Schlösser oder Schlüssel oder so finden, um das zu verhindern. Ich bin die Direktorin. Ich habe Schlimmeres geschafft. Das wird fast einfach. Bist du dabei? Vor 5 Tagen haben wir das Gebäude erstmals betreten. Das Durchqueren des Inneren ist gefährlich, wegen der Verschiebung. Aber wir haben eine untere Höhle gefunden, die strukturell berechenbar ist, wie es scheint. Was für Laien so viel heißt wie, die Wände zerquetschen uns nicht im Schlaf. Northmoor hat sogar eine Entdeckung gemacht. Eine Pistole auf einem Steinpodest vor dieser seltsamen schwarzen Säule. Fast wie aus dem Märchen. Außer dass Helden eigentlich Schwerter finden, keine Schusswaffen. Aber sie ist der perfekte Köder für jemanden wie ihn. Ein paar Stunden nach seinem Waffenfund führt Northmoor mich plötzlich in die Ecke und murmelte wie im Wahn, dass der Rat ihn zum Direktor gemacht habe. Der schwadronierte, der Titel sei bisher bedeutungslos gewesen, nannte Vater und all die anderen Direktoren Scharlatane, Betrüger oder Schlimmeres. Ich denke, dieser Ort ist für Northmoor noch schlimmer als für mich. Das Allerseltsamste? Es stand vor ein paar Tagen noch kein Podest vor dieser Säule. Dieses Gebäude hat Dutzende meiner Leute verschluckt und verteilt jetzt Geschenke? Da
Betreibt es eine Art Spiel? Wenn dem so ist, verlieren wir gerade. Gott, wir kennen ja nicht mal die Regeln.